Jaguar 79. Ich werde auch in diesem Video wieder das beste Bild als Leinwand an euch verschenken. Dafür einfach Kommentar, Like und Abo da lassen. Ihr kennt das Ganze. So, und jetzt lasse ich mir mal ganz schnell Agrarmonitor erklären. Am besten in unter 2 Minuten. Kriegst du das hin? Alles klar, werde ich versuchen. Die Aqua ist ja im 2-Jahres-Turnus und im Grunde ist nach der Messe vor der Messe. Also wir beginnen nach der Messe. Wirklich? Mit aus. Ihr habt doch schon in allen Bereichen eher auf die größeren Maschinen stehen gerade, ne? Ja, genau. Und damit herzlich willkommen zum erneuten Vlog auf meinem Kanal. Und die Sonne knallt. Wetter ist sehr, sehr gut, denn es steht die allererste Messe des Jahres an. Für mich das erste Mal hier in Leipzig, Messegelände Leipzig, die Agrarlandwirtschaftsausstellung. Und hier gibt es tatsächlich sehr viel zu entdecken. Land- und Forstwirtschaft natürlich, viel zum Thema Tierzucht, neueste Landtechnik, neueste Technologien. Also einmal das Gesamtpaket und auch ziemlich groß. Einige Hallen, großes Messegelände, viele Besucher, viele Aussteller. Für mich aber das allererste Mal, ich bin noch nie hier gewesen und freue mich auf jeden Fall. Bei dem, was ich bis jetzt gesehen habe, soll das wohl ganz gut aussehen, soll richtig Input geben und da freue ich mich drauf. Wir gucken uns ein paar Highlights an. Ich nehme euch mit, kleiner Vlog, ihr kennt das. Mal gucken, wie wir es machen, soll natürlich nicht zu lang sein, aber das wird schon klappen. Bis dann. Wie spektakulär war bitte dieser Eingang, bitte? Also wie gesagt, ich war hier noch nie. Das wird hier ja gängig sein. Viele von euch werden es auch kennen. Aber das sah ja mal Hammer aus. Und auch das hier. So, und ich habe mir direkt hier mal den ersten Aussteller geschnappt. Ich bin bei Isaria. Ihr seid hier vom Titan Machinery mit ausgestellt? Ja. Sehr cool. Und man sieht schon hinter uns Isaria Proactive. Wir sind im Smart Farming Bereich, teilflächenspezifische Düngung. Ja, kannst du, glaube ich, am besten erklären, ne? Ja, der Sensor sendet sozusagen über einen Spektrometer. Er sendet aktiv Lichtwellen aus im sichtbaren und nicht sichtbaren Bereich. Mhm. Und die Reflexion über die Pflanze wird sozusagen über die Photozelle wieder aufgenommen. Und dadurch errechnet sich aufgrund des Bestandes, der Bestandesdichte plus der gewissen Reflexion, der gewissen Lichtwellen, die tatsächliche, sagen wir mal, N-Gehalt, der nirgendwo, über eine Formel wird da nur errechnet, der ist nirgendwo sichtbar. Und somit können wir, wisst der Rechner, wie viel N ist derzeit in der Pflanze, wie viel wird im Expertensystem noch benötigt, um bis zur nächsten Düngung die optimale N-Versorgung in der Pflanze herzustellen. Okay. Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich habe da ja einige Aufnahmen auch schon zugemacht. Und ja, so grob auf jeden Fall richtig cool. Ich hoffe, in nächster Zeit kriege ich da nochmal ein Feldeinsatzvideo zu hin, wo man das wirklich nochmal in der Praxis erklärt bekommt, weil das ist echt schon sehr cool. Können wir schon Montag machen. Ja, guck mal, haben wir ein Date. Alles klar, vielen Dank. Bitte, bitte. So, ein bisschen Input hatten wir schon, ein spannendes Thema. Ne, gehört einfach mit dazu jetzt mittlerweile und muss auch einfach vorangehen. Und da gibt es auf jeden Fall einige Firmen, die da richtig gute Arbeit leisten. Dementsprechend ein cooles Thema. Jetzt bin ich hier in der Forstwelt und draußen, ihr seht schon. Und hier ist gleich nämlich Action angesagt, um 10 Uhr. Wir haben ja übrigens Freitag den 12., habe ich noch gar nicht gesagt. Hier ist Messefing ja am 11. an, 12., 13., 14. Immer zu dem Zeitraum, alle 2 Jahre. Genau, hier ist gleich ein bisschen Praxis. Werde ich ein bisschen mitnehmen, filmen, ein bisschen mit den Leuten schnacken und dann schauen wir mal. Der mittlerweile größten Landwirtschaftsmesse im Händlerbereich hier in Deutschland. Und die AKA hat sich auf die Fahne geschrieben, die Forstwelt mehr und mehr zu integrieren, weil sie doch in Form und Ausführung in den landwirtschaftlichen Bereich gut reinpasst. Und wir haben hier einiges für Sie vorbereitet. Das wollen wir in den
nächsten Minuten einmal peu à peu durchgehen und Ihnen die Lieferanten vorstellen und vor allen Dingen auch ein paar tolle Argumente liefern, warum diese Maschinen hier ausgestellt werden, weil wir hier einmal den kompletten Produktionsbereich der Forstwirtschaft abgedeckt haben. Wir haben neben der Baumfällung, Wertholzaufarbeitung, die Scheitholzproduktion, aber auch die Hackschnitzelproduktion, die gerade in Zeiten von steigenden Gas- und Ölpreisen immer mehr in den Fokus gerät. Und ich würde sagen, wir starten einmal hier zu meiner Linken mit der Firma Neuson Forest. Ja, also auf jeden Fall hier alles mit auf dem Stand von der NewTek und das geht hier noch weiter. Ihr seht hinter mir die anderen Maschinen zur Weiterverarbeitung. Das ist wirklich in einer Strecke hier nach und nach wird das erklärt und werden die Maschinen erklärt. Und bis man letztendlich wirklich hier ankommt, kann ich einmal drehen und das gute alte Brennholz hat. Für mich macht es natürlich keinen Sinn, das jetzt komplett zu filmen, weil ja, das ist, glaube ich, ein bisschen zu lang. Das Video soll keine Stunde dauern, das ist das Problem. Aber ist auf jeden Fall sehr, sehr cool und wenn ihr das Ganze selbst mal sehen wollt, auf jeden Fall vorbeischauen, lohnt sich. Agro-Truck, immer geil. Ja, also wie gesagt, wir haben einen Bruchteil bis jetzt gesehen von allem und ich werde euch auch niemals alles zeigen können. Das würde den Rahmen des Videos natürlich völlig sprengen. Aber irgendwie muss man die Ausmaße natürlich auch mal ein bisschen festhalten, denn hier geht so einiges. Erstmal Außengelände und am Stand von Bark und hier habt ihr so einen kleinen Blickfänger, der Class Axion 870, habt ihr gerade schon gesehen, in Grau. Was genau. Macht ihr? Wer bist du? Ferdinand Heilsen, ich bin einer der beiden Inhaber und Geschäftsführer von der Firma Bark und wir sind jetzt hier gemeinsam mit der Firma GST auf dem Stand. Mhm, aus Dänemark? Genau, aus Dänemark. GST, mit denen haben wir angefangen, jetzt zum Jahreswechsel zusammenzuarbeiten. Also sprich, wir handeln GST-Maschinen in Schleswig-Holstein. Ja. Und sind eben deswegen mit denen zusammen auf dem Stand hier und präsentieren hier aktuell ein paar Standardmaschinen, die wir stehen haben, Tiefenlockerung, Frontwalze und Ackerwalze als Systemwalze. Mhm. Und wollen hier so ein bisschen was zeigen, was wir können und bauen und sind grundsätzlich aber viel im Sonderbau. Spezialanfertigung. Genau, richtig, da sind wir viel unterwegs. Also können wirklich Kunden auf euch zukommen, die brauchen das und das für die und die Sachen und ihr macht das dann. Genau, richtig. Aber das ist eigentlich schon unser Spezial. Bereich, sage ich mal, dass wir die Kundenwünsche aufgreifen und dann eigentlich alles verwirklichen können, was sie, cool. Was die Kunden so, was so im Kopf rumschwirrt, was man bauen kann. Genau. Okay, und ihr seid das erste Mal hier auf der Messe, weil Leipzig ist ja doch eine Ecke von Schleswig-Holstein, ne? Genau, ist eine ganze Ecke. Deswegen denke ich auch ganz interessant, weil wir hier ein ganz anderes Kundenspektrum ansprechen, was uns vielleicht noch nicht so gut kennt. Ja. Wir wollen das gerne mal versuchen, wie so die Resonanz ist und dachten, Leipzig ist gut. Ich persönlich komme auch ursprünglich aus der Gegend hier, deswegen okay. Ist auch ganz genau ja. Die Nähe zur Heimat, genau. Richtig cool. Auf jeden Fall spannend. Ich hatte mit GST schon mal Kontakt, also wir hatten mal irgendwie gesprochen. Vielleicht sieht man da in Zukunft mal was, weiß ich nicht. Ja. Aber Marketing habt ihr auf jeden Fall drauf. Einfach mal so ein 870 hier hinstellen als Blickfang, so arbeite ich auch gerne in meinen Videos, wenn man irgendwelche anderen Sachen zeigen möchte. Das ist schon sehr schlau. Sehr schön. Und sieht auch sehr interessant aus. Also vielleicht sieht man es ja auch mal im Feldeinsatz. Aber ja, spannend. Gerne. Vielen Super. Dank fürs Interview. Gerne, gerne. So, die Sonne knallt auf jeden Fall, muss man wirklich mal sagen. Das ist schon... Boah, hier ist Horsch. Boah, das ist ein großer Stand. Wir haben hier eine Joker 12 RT 12 Meter. Also eigentlich kannst du sagen, das ist ein Fahrgestell für den Hackenlüfter. Also hier geht natürlich auch in Sachen Arbeitsbreiten so einiges. Ist ja schließlich hier in Leipzig, gar nicht weit weg von hier, kommen genau solche Geräte auf jeden Fall zum Einsatz. Aber mal ganz easy. Ich kann natürlich nicht überall anhalten, nicht überall schnacken, aber das ist schon sehr schick. Ich gucke nochmal hier, hier ist New Holland.
bei New Holland leider kein CR11. Das wurde wohl irgendwie nichts. Hier ist auf jeden Fall ein CR9.90 und 10.90 haben sie, glaube ich, drinstehen. Wie man es kennt, Moment, McDonald-Schneidwerk, Draper. Auch ein sehr, sehr großer Stand. T8 435. Boah, das ist schon sehr schick. Da drüben ist noch JCB. So, hier haben wir den neuen Quadrac. Als der rauskam zur Agritechnica, da war auf jeden Fall einiges los. 778 PS Maximalleistung. Ich glaube, die Nennleistung ist irgendwo bei, weiß ich nicht, 712 oder sowas. Riesiges Gerät. Natürlich gibt es ja auch überall Essen, aber komplett einmal entlang. Hast du Hunger? Ja, geht so, aber es riecht gut, ne? Ja, ne? Die neue S-Serie ist da. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Krass, dass sie die hier stehen haben. Hätte ich nicht unbedingt erwartet. Ja, das ist das neue Topmodell im Prinzip. Im Bereich vor allem Bodenbearbeitung natürlich anzusetzen, bis zu 420 PS. Also so ein bisschen das Pendant zum 9S von Marcel Ferguson. Tatsächlich auch dieselbe Plattform, ist ja der Eco-Konzern und doch eine sehr stabile Maschine, vor allem auch die Räder. Müsste genau der sein, der auf Agritechnica auch stand. Ich freue mich schon mal, den auch mal im Einsatz zu sehen, auf jeden Fall. Richtig gut, riesig natürlich. ZT, Junge, Junge. Den habe ich nächste Woche im Dreh. Also nicht den hier, aber einen ZT. Kann man auf jeden Fall machen, oder? Ja. Ich laufe übrigens mit Nils Agran jetzt hier ein bisschen rum. Servus. Kennt man. Oder auch nicht. Ganz vielleicht. Mal gucken. Du bist noch ein paar Tage länger hier sogar, ne? Ja, genau. Morgen auch noch? Morgen auch noch, ja. Aber Sonntag nicht mehr. Nee, morgen Nachmittag, ne? Gibt's zurück. Ist ja auch von dir nach NRW eine gute Fahrt. Genau, ein paar Kilometer schön. Aber gut, von hier bis zu dir ist ja auch jetzt nicht. Ja? Kurz. Das sind ja auch 500, 600 Kilometer. Ja. Ja. Hier wird es kleiner. Hier ist Nils. Hier ist schon dir. So, Kuhnstand. Der ist richtig fett. Kuhn im Prinzip Fullliner, Gründertechnik, Bodenbearbeitung, Futtertechnik, Ballentechnik, also Erntetechnik generell, die haben bis zu Spritzen. Moin! Gibt es hier so einiges und man sieht es ja auch schon. Technik ohne Ende. So, und ich habe mir nochmal einen Profi dazugeholt. Du bist? Ja, ich bin Eva-Maria Schulze-Wisping und ja, arbeite hier bei Kuhn. Und ihr habt ja ordentlich was aufgetischt, kann man sagen. Also man merkt ja, wir sind so mehr in Ostdeutschland, ist ja Mitteldeutschland, aber so ein bisschen Richtung größerflächige Strukturen. Und ihr habt doch schon in allen Bereichen eher auch die größeren Maschinen hier stehen gerade, ne? Ja, genau. Wie du richtig gesagt hast, sind wir hier halt so, ja, eine Regionalmesse für Ostdeutschland. Hm. Größere Betriebe, das heißt, der Schwerpunkt liegt auch einfach auf der größeren Landtechnik. Genau, und die haben wir heute mitgebracht in Leipzig. Also dieses genau. Wochenende. Ja, man sieht ja schon Arbeitsbreiten ohne Ende. Richtig, richtig cool. Einmal die Produktpalette durch. Was habt ihr hier so stehen? Eigentlich so gut wie alles. Also angefangen von Bodenbearbeitung, Aussaat, Futterernte-Technik und Fütterungstechnik, ja. Und die Pressen. Also eigentlich wirklich alles dabei. Ja, guck mal. Und die Spritze natürlich auch. Genau. Ich weiß, ihr habt auch einen Spritzen-Selbstfahrer, ne? Wird der in Deutschland verkauft oder nicht? Den hat man auf der Agra gesehen. Also viele haben den bestimmt. Auf der Agritechnica? Meine ich. Ja, genau. Auf der Agritechnica, genau. Mit dem Frontgestänge, was vielleicht eher unüblich ist ja. für den deutschen heimischen Markt. Also dann eher, das wenn war dann speziell für Frankreich. Ja, ah, da ist das machbar? Genau, in Frankreich tatsächlich lieben die Franzosen. Genau, da okay. ist das schon völlig etabliert. Mhm. Das Hauptargument ist dann halt immer, beim Mähdrescher hat man das Schneidwerk ja auch vorne und man drescht nicht hinten. Mhm. Ja, gut. Nur von der Übersichtlichkeit. Das stimmt wohl, du hast halt alles im Blick, ne? Mhm.
Genau. Ja, okay, sehr cool. Ne, haben wir ja schon mal einen netten Überblick, danke. Ja, sehr gerne. Da wird man anscheinend symbolisiert, wie man kippt. Wenn wir filmen, ihr könnt das doch eh nach. Hallo. Können wir das machen? Können wir uns da reinsetzen? Ich könnte irgendwie selber reinsetzen. Ja? Okay. Selber rein und mal ausprobieren, warum das Thema Anschnallen so wichtig ist. Ja, das ist cool. Das ist echt cool. Das ist eine Kabine, die war ankippen und das Ganze im Angeschnitten halten. Dass man sieht, was der Sicherheitsgurt, der Rückhaltesystem bewirkt in einer Kabine im Schlepper. Hier in der um einfach zu zeigen, dass man sich auch im Schlepper anschnallen sollte. Richtig. Schlepper, Radlader, überall in Maschinen, dass man sich dort anschnallt. Ja, wie mache ich das gleich am besten? Man sagt ja am Lenkrad festhalten, wenn man kippt, ne? Richtig. Genau. Ihr seid selbst, was macht also sicher und gesund? Wir als SVLFG sind die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forst und Gartenbau. Mhm. Alles aus einer Hand. Sind die Unfallversicherung der grünen Branche. Ja, okay. Und damit sind wir praktisch für jeden Arbeitsunfall, Wehunfall zuständig. Okay, sehr cool. Ich guck mal. Gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich soll mich eigentlich selbst festhalten. Das wird richtig wild. Eigentlich soll ich mich ja festhalten. Aber ich muss ja auch filmen. Das ist ein bisschen tricky. Da kann ja was werden hier. Dreh mal die Kamera. Okay. Das wird jetzt schon wild. Das wird echt wild. Ich weiß gar nicht, wie weit er rumkippt. Okay, jetzt wird's schwer. So muss ich mich am Lenkrad festhalten? Okay, krass. Gleich bin ich hier auf 90 Grad gefühlt. Alter, Junge. Ordentlich. Und jetzt geht's wieder zurück. Eieieiei, heftig. Und normalerweise geht das nicht so entspannt, ne? Muss man ja auch mal dazu sagen. Also, wenn man mal ganz ehrlich ist, wer von euch schnallt sich auf dem Schlepper an? Ich würde mal sagen, keiner. Habe ich auch noch nie gesehen und habe ich auch noch nicht gemacht. Aber wenn das wirklich mal im Ernstfall so weit kommt, dann geht das ganz schnell und dann herzlichen Glückwunsch. Angekommen in der nächsten Halle, Halle 5. Und hier ist vor allem auch Tierschau. Und generell geht es hier mehr um die Viehhaltung. Wobei, ich glaube nicht nur, aber doch schon hauptsächlich. Also weg von Landtechnik hin zum Viehbereich und auch sehr gut besucht. Also natürlich auch hier in der Region sind sehr viele Viehbetriebe. Ich habe auch einige von euch immer getroffen. Viele schnacken mich dann ja auch an und dann kommt man kurz ins Gespräch. Hier sind doch einige Viehbetriebe vertreten, teilweise schon Mais im Boden. Da war ich auch schon erstaunt. Also Rüben, Mais und alles zum teilweise mit im Boden. Auch nochmal so für die Info hier regional. Viele fangen jetzt an mit Mais drin. Und ja, doch, aber große Milchviehbetriebe, muss man sagen. Also die sind dann schon, die schnacken dann von 4000 Hektar und Co. Das ist dann ja auch wieder gängig. Tiere jeglicher Art, also wir haben ja auch ja, eigentlich alles, also brauche ich gar nicht groß erklären. Und das sind natürlich auch sehr viele Züchter hier. Hier geht es natürlich wirklich um Zucht von Rindvieh. Oh, ja, da sind wir ja gerade bei dem Thema. Und Rinder und Schafe und Nils. Und Nils. Komm mal. Ja, das sind die Milchkühe, die wir Ihnen zeigen könnten. Und dann haben wir von Holstein Friesen, hat aber auch eine andere Rinderrasse noch mit dazwischen gesellt. Die gehört zur Rinderrasse Raubvieh. Die ist nicht unbedingt in Sachsen beheimatet. Ihr Ursprung hat sie in Süddeutschland. So, jetzt sind wir hier nochmal in der Halle 5 und ich bin nicht allein. Ich habe direkt jemanden von der Messeleitung, kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Mit dabei. Wer bist du?
Ich bin Sabrina Förder, ich bin die Projektleiterin der AKRA. Okay, das klingt für mich als allererstes, ich wüsste jetzt nicht wirklich, was genau das bedeutet, aber es klingt stressig. Projektleiterin, ja, ist, ich habe den Überblick über alles und genau mit allen Gewerken bin ich entsprechend im Gespräch und schaue, dass mein Team, meine Kollegen, die AKRA gemeinsam hier aufbauen, dass da alles läuft und bin Ansprechpartner für sie. Also so ein bisschen auch Koordination, überall gucken und passen? Genau, richtig, ja. Wie läuft das hier ab? Also wann wird angefangen aufzubauen auf so einer Messe? Wir haben letzte Woche angefangen aufzubauen. Also eine Woche vor der Veranstaltung fangen wir an aufzubauen. Mhm. Und dann geht es so langsam los. Ja, der stressigste Tag ist dann der Mittwoch natürlich vor der Veranstaltung, bevor es losgeht. Wo dann alles da wirklich, ist dann hier ja. richtig Trubel. Ja, das glaube ich. Dann kommen die ganzen Aussteller. Viele kommen früher, viele später wahrscheinlich. Genau. Dann ist das wahrscheinlich auch schon Stau und, ja. Okay. Und die Planung für die Messe selber laufen aber wahrscheinlich schon viel, viel länger. Die laufen viel länger. Die AKRA ist ja im Zwei-Jahres-Turnus und im Grunde ist nach der Messe vor der Messe. Also wir beginnen nach der Messe wirklich? Mit Auswertungen und gucken dann schon für die nächste AKRA, in welche Richtung es geht, wo wir uns weiterentwickeln können, welche Cluster wir ausbauen können, welche Themen wir noch mit dazu nehmen können und verstärken können. Cool. Wetter passt ja perfekt, kann man nicht anders sagen. Nicht zu warm, nicht zu kalt, würde ich sagen. Wobei im Agrarbereich, ja gut, viele sind vielleicht auch auf den Feldern, das ist natürlich so ein Ding. Richtig. Ne? Aber ich glaube, ihr seid zufrieden, oder? Ja, wir sind soweit zufrieden. Sehr cool. Wie kann ich mir was vorstellen? Wie viele Aussteller sind hier so ungefähr? Mit wie vielen Besuchern rechnet man? Wir haben rund 800 Aussteller in diesem Jahr mit über 1000 Marken. Okay. Wir haben ungefähr 50.000 Besucher. Das ist so 50.000 die Zahl, Besucher. Die über die 4 Tage hier zur AKRA kommt. Das ist ja schon. Und haben ein Gelände von 120.000 Quadratmeter. Also 100. Mit Hallen und Freigeländen zusammen. Das, was belegt ist. Ich merke es auch, und zwar in den Beinen. Also stark auf jeden Fall. Ja, danke auf jeden Fall auch mal für so einen Einblick, weil das kriegt man ja sonst nicht so ganz doll mit. Richtig interessant. Super gerne. Danke. So, und jetzt lasse ich mir mal ganz schnell Agrarmonitor erklären. Am besten in unter 2 Minuten. Kriegst du das hin? Alles klar, werde ich versuchen. Agrarmonitor ist die zentrale Betriebsführungssoftware, mit der ich eben alle Daten in einer Software bündeln kann, um den Betrieb kostenorientiert aufzustellen für die Zukunft und dort ja einfach alles zu bewältigen, was an Regularien abzudecken ist. Okay, bedeutet? Ich kann Arbeitszeiten dokumentieren, ich kann sämtliche Belege erfassen, wir haben eine Beleganalyse, wo ich das Ganze den Eingangsrechnungen zufügen kann, kann eben so meine Maschinen kalkulieren und weiß zu jeder Zeit auch, wo meine Kostenschwerpunkte liegen und wie ich die vielleicht auch optimieren kann. Und ich glaube sogar bis zu Arbeitszeiten komplett, ne? Genau, Arbeitszeiterfassung ist komplett mit dabei, Urlaubsplanung der Mitarbeiter, alles Weitere ist komplett enthalten. Guck mal, 1:12, das ist richtig gut. Sehr ihr gut. Seid, sprecht nicht nur Betriebe an, ihr sprecht Lohnunternehmen und Betriebe, so dass die Mischung so ein bisschen Lohnunternehmen dann, ne? Und Ackerbaubetriebe ist unser Zielgebiet eigentlich und kommt vorbei, sehr lasst cool. euch von uns beraten, wir sind da offen für jeden. Geil, danke. Sehr gerne. Ja, es muss man sagen, immer ein bisschen tricky. Ich habe ein bisschen Sorge, dass das Video viel zu lang wird. Ich muss das Video auf jeden Fall auf unter 30 Sekunden kriegen. Ob ich das hinkriege, ist die andere Sache, weil das ist gar nicht so easy. Ich versuche mit so vielen Ausstellern, wie es geht, irgendwie zu schnacken und sage dann immer, erklär mal in 2 Minuten so. Und das ist natürlich schon echt eine Hausnummer. Aber mal gucken. Es wird auf jeden Fall nicht alles mit reinkommen. Also falls ich jemanden hier interviewt habe und der wartet sehnsüchtig auf seinen Part, ich glaube, das kriege ich nicht alles mit rein. Ja, ich mache nicht so gerne über 30-Minuten-Videos und das muss noch ein bisschen dynamisch bleiben. Wird dann ein bisschen schwierig, aber ich gebe mein Bestes. Gucken wir mal. So, eine schöne sächsische Bratwurst im Brötchen haben wir auch noch. Darf eigentlich auf der Messe hier überhaupt nicht fehlen. Was hast du dir gegönnt? Normalo. Geil. Also alles. Und ohne Ketchup, ne? Machst du immer, ne? Ohne Soße. Ja. Immer ohne Soße. Damit man den wahren Geschmack schmeckt. Na okay, ist ein Argument. Du kommst wieder nicht hinterher mit deiner Kamera, ne? Ja, weil du dich so viel bewegst, Mann! Die Messe neigt sich dem Ende zu. Ich werde noch 1, 2, 3 Sachen füllen. Krone, da können wir noch mal kurz rüber gehen. Dann geht das für mich Richtung nach Hause. Denn 500 Kilometer sind das auch mal wieder. Und dann geht es direkt im Videoschnitt, damit das Video übermorgen, also Sonntag, ihr kennt das, 11:15 online kommt. Ja, haben wir hier nochmal ein bisschen Krone-Action. Der GX ist hier.
Das ist cool, weil die habe ich noch nie live gesehen. Schock auf jeden Fall, richtig geile Messe. In 2 Jahren bin ich definitiv wieder hier und ich glaube Nils auch. Nils, in 2 Jahren wieder hier? Auf jeden Fall. Schockt einfach, ist cool und Wetter spielt halt heute auch mit, ne? Also muss man einfach mal sagen, das ist richtig geil. Dementsprechend neigt sich der Block zum Ende.